So, wir sind jetzt hier angekommen, hat alles gut mit der Fähre geklappt. Also, das kann man auch richtig easy als Tagesausflug machen, weil von Koh Samui nach Koh Phangan sind es halt echt nur eine halbe Stunde, 45 Minuten. Und jetzt sind wir, habe ich euch schon gesagt, wieder in dem Pure Vegan Heaven, wo wir auch auf Koh Samui waren, weil die direkt hier am Pier auch eine Filiale haben, sozusagen. Ja, ist auch richtig eine Kette. Wasser kann man sich immer for free holen. Und hier haben wir jetzt ein Kombucha. Was war das? Ich glaube, also Granatapfel, irgendwie so pink irgendwas. Noch irgendeine lilane Blüte. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Weniger bitter. Schmeckt hier auch sogar. Also heißt was. Ist ja immer fermentiert. Jetzt zahlen wir gerade unser Geld. Also wir wollen jetzt für den heutigen Tag den Roller leihen. Um auch zu unserem Hostel zu kommen, brauchen wir kein Taxi und für die Full Moon Party. Und das sind einfach 5.000 für die Kaution. Wir haben uns immer drei. Jetzt wird es hier ein bisschen knapp, weil eigentlich wird es uns ja reichen. Wir haben die 5.000er wieder, aber die halt erstmal rauszustrecken. Jetzt haben wir ja schon noch deutsches Bargeld, Euro dabei, die schon mal eingetauscht, weil wir wollten halt nicht nochmal komplett neu abheben, dass wir wieder 5% haben. Nicht 5%, 5 Euro. Und bei dem Deutschen einzutauschen waren es so 2 Euro Verlust. Genau, und jetzt gucken wir mal, wird hier gerechnet. Herzhafte. Ist auch richtig groß. Also Fleischleistung ist echt toll. Und wir sind angekommen, haben uns gerade noch einen Roller gemietet. Also mit dem ganzen Gepäck. Aber wir haben uns gerade richtig wie Thailänder gefühlt. Naja, höchst illegal wahrscheinlich. Und ja, jetzt sind wir angekommen bei unserem Two Rock Bungalow. Und wir haben ja gesagt, heute tatsächlich ein Zelt. Aber das ist voll in Ordnung. Es ist groß, wir haben Kopfkissen, Klopapier, ein Handtuch. Und dann hier drüben ist der Schlafsaal, das sind noch die Toiletten, sonst gibt es halt die Bungalows. Aber wir sind direkt wieder am Meer. So, wir sehen hier unser heutiges Ziel. Eine Yamaha in Blau. Aber die kann uns nicht sagen, dass das 125 PS hat. Wir kratzen halber ab bei Berg hoch. Jetzt unseren Roller hier vorne geparkt. Ist jetzt halb schon hergefahren. Und jetzt laufen wir hier 17 Minuten lang hoch zu einem Viewpoint namens Bottle Beach. Ja, das haben wir auf jeden Fall eine echt gute Aussicht haben. Das ist einer der schönsten Viewpoints. Wir werden sehen, ob es sich lohnt, diese Hitze zu stapfen. Und dann fahren wir zum Bottle Beach. Ja, und dann vielleicht noch ein paar andere Strände ab. Genau, hier gäbe es auch wieder Nationalpark, Wasserfall, Tempel, Buddhas. Aber haben wir durch. Ja, und ich finde es bei uns, wir verstehen auch die negativen Rezessionen nicht, gell? Weil noch nicht, ja. Mal gucken, weil es ist besser. Ich fand auch die Schlafzelle, weil wir mussten durch einen durch, weil wir halt da auch das Bad mit benutzen. Bei unserem Zelt ja, ob es hier nichts ist. Und ich fand das ja nicht schlecht aus. Es war jetzt nicht luxuriös. Keine Vorhänge, da einfach hoch, also Stockbetten. Voll in Ordnung. Ich finde, es hat einen bestimmten Flair dort. Der Meer mit den Hängematten, das ist auch so ein Bistro, eine Bar. Das ist sehr abenteuerlich. Wir kommen jetzt hier raus. Hier geht's richtig eng. Also sicher. Deutschland. Also wow. Das sieht echt krass aus. Wir wollten eigentlich zum Bottle Beach, aber da stand dann so ein Auto, ich glaube von einem Bottle Beach Resort, und er hat gesagt, dass er eher nicht mit dem Roller runterfahren sollte, weil es irgendwie so schnell runtergeht. Es gibt halt eben dann ein Boot-Taxi oder ein Auto, das sich abholt oder zu Fuß. Das war uns dann heute zu weit. Jetzt sind wir zu einem anderen, ich blende euch den Namen hier ein, was auch sehr schön sein soll. Ist ausgestattet, das probiere ich das erste Mal, noch nie getrunken. Aber mit denen wir uns gestern getroffen haben, die haben es empfohlen und gemeint, wir müssen hier unbedingt Schwäbisch probieren. Genau, und jetzt sind wir hier am Meer. Wow. Also Fazit, vielleicht eine andere Geschmackssorte, aber das schmeckt künstlich. Es riecht wie so lilanes Red Bull. Auch wenn es da kein Zucker drin ist, wahrscheinlich irgendwelche Aromastoffe. Ich glaube, ich bleibe in meinem Mokka. So, guten Morgen aus unserem Zelt. Soweit ganz gut geschlafen. Außer war ein bisschen hart.
und man wird schnell wach, weil es wird einfach heiß da drin und draußen war es so angenehm. Wir haben uns ja noch hier einfach ein bisschen hingelegt, es war ganz schön. Ja, also ich verstehe eigentlich die negativen Bewertungen nicht. Klar, das Bad, irgendwie in einem ist kein Waschbecken und der Wasserdruck ist nie minimal. Und vielleicht für so viele Leute ein bisschen wenig, aber gut, das war jetzt auch wegen dieser Full Moon Party. Ja, aber sonst finde ich es ja richtig schön, halt irgendwie ein Special Vibe, auch so direkt am Meer. Wir packen jetzt unser Zeug. Geht von uns schon weiter. Also wir haben jetzt gar nicht hier so viel gesehen, aber man kann es eigentlich auch gut im Tag machen, wenn man sich einen Roller mietet. Man fährt einmal die Nordostküste und einmal die Südwestküste ab. Ja, und hier sind eigentlich hauptsächlich Strände. Es gab auch wieder Wasserfall und sowas, aber halt verschiedene Strände, wo man so schnorcheln gehen kann. Genau, und jetzt gehen wir weiter zum letzten Stopp. Einfach schon Koh Tao. Und übermorgen drehen wir schon die Heimreise an. Das ist so crazy. Ja, da hoffen wir auch nochmal, dass wir immer ein bisschen das Meer genießen können, schnorcheln gehen können. Wir fahren jetzt gleich mit der Fähre hin. Davor gehen wir nochmal frühstücken. Wir bleiben unserem Vegan, Pure Vegan Heaven treu. Das ist einfach das Ethos von Bangkok. Schaut einen Vlog, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ist es hier im Süden geworden. Ja, kann ich nur empfehlen. Und zur Full Moon Party zeige ich später nochmal was. So, nicht wundern, wenn der Hintergrund anders ist. Wir sind jetzt schon eine Stadt weiter in Koh Tao. Also guckt da gerne den nächsten und wahrscheinlich den letzten Vlog, der kommt. Weil dann beginnt eigentlich nur noch der Heimreisemarathon. Aber da zum anderen Vlog mehr. Genau, ich wollte noch was zur Full Moon Party sagen. Also, Fazit zur Full Moon Party. Ist irgendwie schwierig, aber ich würde also ich glaube, da waren wir beide uns auch irgendwie. Einige, wir finden es definitiv overrated, aber ich glaube, das war irgendwie schon klar, weil es halt dieser Ursprung, glaube ich, was es mal war, von so einer kleinen Party am Strand halt einfach zu einem Massentourismus-Hotspot-Party-Ding geworden ist. Also es ist unglaublich, diese Menschenmassen, wie schnell sich der Strand gefüllt hat. Du quetscht dich dann eigentlich nur noch so durch und vorwärts und findest freie Lücken und so. Und auch die, also wie viele ja, man muss sich das ja vorstellen, all die Menschen wurden mit ein Schiff auf diese Insel gekarrt und dann irgendwie mit Taxi und Roller hergefahren an diesen einem Ort und so. Und ja, also es war schon ganz cool gemacht. Es gab halt überall Stände, aber irgendwie dort am Strand haben wir nur Alkoholisches gesehen. Zu den Seitengassen gab es dann auch mal halt die Stände, die eh sind in die Restaurants. Die hatten dann einfach lang auf, ist ja für die auch eine Win-Situation. Gab es natürlich auch noch Essen und dann halt auch so Smoothie-Stände und so. Da hatten wir es reingeholt dann. Und sonst saßen ab und zu mal Menschen wieder am Strand oder es gab halt praktisch dann so verschiedene nicht wirklich Stages, aber dann halt Zonen, wo halt irgendwie Musik rauskam, also ich würde sagen, viel verschiedene oder so, wo also halt DJs waren. Und an sich war die Musik echt gut, also es war auch viel geremixed und natürlich englische Lied, auch ein bisschen Techno und so. Muss man dann schon eine größere Gruppe sein, weil ich finde, es ist wie man so zu zweit im Club geht. Vielleicht ist man dann, vielleicht sind manche, die alle Menschen dazu sind, uns eher nicht so. Und mir waren es auch ein bisschen zu viele Leute, was mir generell so, weiß nicht, ich brauche es nicht immer so alles wieder auf einmal. Und vor allem, was mir auch gar nicht so gefällt, was glaube ich irgendwie alle so faszinierend finden, zumindest stehen immer alle da und filmen das, diese ganzen Feuershows. Ich glaube, ich habe da auch gar nicht so viel davon gefilmt, weil ich finde es irgendwie. Ja, wie man sagt man so schön, im Feuer spielt man nicht. Ich finde, es ist irgendwie schon gefährlich, was sie teilweise machen. Die machen es dann auch, dass sich eben welche aus dem Publikum sozusagen vor die stellen können und wedeln die mit ihren Feuerdingern darum. Und was ist, wenn diese Person nur mal einen Schritt falsch vormacht oder so? Das ist so nah an das Sicht. Das Schlimmste, was ich da finde, ist dieses Seilspringen. Also das ist ein Feuerseil, also das brennt halt wirklich. Und dann springen die halt mit ihren paar Promille da schon rein und raus. Und die Flammen sind immer so dicht an deren Haaren. Was ich so gehört habe, dass natürlich schon mal was passiert ist. Das ist ja irgendwie auch logisch. Und das finde ich so, weiß ich nicht, ob man das für diese Show so ein Risiko eingehen muss. Ja, dann es wurde empfohlen, Zuneschuhe anzuziehen, da halt sehr viel Müll entsteht. Das wird zwar auch bis morgens wieder von auch vielen Freiwilligen
alles wieder sauber gemacht und weggeräumt, aber es ist trotzdem schon irgendwie schlimm zu sehen, wie dann so der komplette Strand sich müllt, weil halt alle einfach ihre Flaschen und Becher halt abwerfen und es gelangt dir doch auch dann irgendwie ins Meer, wenn das Wasser kommt. Ja, das Meer wird eigentlich in eine Toilette, vor allem bei den Männern umgewandelt, weil Toiletten vor allem 20 Baht kosten und eine lange Schlange ist. Ja, ansonsten zur Anfahrt würde ich auf jeden Fall eigentlich empfehlen mit einem Taxi. Wir hatten es in seinem Roller hin, wir hatten auch echt Glück. Also ich finde, also nicht für Rolleranfänger, man sollte schon gut und sicher fahren können. Weil wir hatten, also an uns lag es eben auch einige inkompetente Rollerfahrer, wie auch noch immer, vor uns, die halt merken, weil es geht echt so steil hoch und runter und kurvig, die merken, oh, der Roller schafft es mit den zwei Personen, die da gerade drauf sitzen, nicht hoch und bleiben dann mitten auf der Fahrbahn stehen. Und du fährst halt auch gerade hoch. Dass die dann den ganzen Verkehr irgendwie hinter sich erstens blockieren, beziehungsweise sie auch gefährden, wenn sie abrupt anhalten. Ja, also da muss man schon immer für alle anderen mitdenken beim Fahren. Und halt zum Abstellen, also es gibt öffentliche Parkplätze, aber die kosten dann auch und viele stellen sie einfach an der Seite ab. Und gerade wenn ich einen Roller mieten würde, würde ich da ein bisschen aufpassen. Wir haben ein echt gutes Spot gefunden, es war irgendwie nicht weit weg, also mussten gar nicht lang hinlaufen, wir waren echt direkt dran. Das war irgendwo links abseits, den hat noch keiner anderer, glaube ich, irgendwie so entdeckt. Und da war das dann auch sicher. Ja, aber ist schon sehr viel Menschenmassen. Das Ticket, das war so ein Armband hier um einen, das hat man einfach direkt davor gekauft. Das waren 200 Baht pro Person, also um die 5 Euro, also voll in Ordnung, wenn man es mal mit deutschen Clubpreisen vergleicht. Ja, also war schon ein bisschen dabei, aber ich finde jetzt, ja, wie gesagt, schon overrated. Also wenn es dann jetzt heißt, oh, Full Moon Party, würde es nicht nur wegen dieser Full Moon Party nach Thailand fliegen, ist auf keinen Fall. Manche haben es ja auch eher auf ihrer Bucketlist und so, aber ja, es ist halt so eine Party am Strand, aber... Oh, war mal ganz schön, weil wir waren ja eh da für die Zeit und deswegen hat sich das dann natürlich ergeben. Also jetzt, dieser Strandzeitpunkt hier, ist mir übermorgen. Treten wir die Heimreise an, also in 3 Tagen. Ist crazy, wie dieser Monat verflogen ist. Ja, aber gut, einen Stopp haben wir noch. Darauf freuen wir uns jetzt. Wir genießen nochmal in vollen Zügen das Meer direkt vor der Tür, weil das vermisst man dann schneller, als man denkt. Wenn man daheim ist, denkt man sich... Möchte man sich manchmal gern zurückbeamen. So, wir sind ready, gepackt. Ihre Maschine. Ein Rucksack vorne, einer unten drin, der andere oben drauf. Hold me close till I get up. Time is barely out of